Manchmal frage ich mich, ob man sich bei Frauen wie Katja Krazavitz nur deswegen traut, so über sie zu sprechen, wie man es tut, weil sie nicht in das anständige Bild einer Frau in unserer Gesellschaft hineinpasst. Kinder gehören geschützt, unterstützt, da geholfen, wo Hilfe benötigt wird. Das Produkt Sugar Mommy steht im krassen Gegensatz zu diesen Werten. Die Bestimmung ist, die ganze Zeit ihre Titten zu zeigen. Ich spende heute 10.000 Euro. Eine große Beileidsbekundung für Leute, für die Katja Krazavitz ein Vorbild ist, Alter. Aber am Ende zählen die Taten. Ich trage am liebsten gar nichts außer meiner Vorbildfunktion. Boy. Wie einiges von euch bestimmt schon mitbekommen haben, hat Simplicissimus ein Video über Katja Krazavitz und die Diskrepanz zwischen ihren Werten und einem von ihr beworbenen Produkt namens Sugar Mommy thematisiert. Katja Krazavitz betont nämlich immer wieder, dass besonders Kinder ihr wirklich am Herzen liegen. Und Kinder sind das Wichtigste. Kinder gehören geschützt, unterstützt und da geholfen, wo Hilfe benötigt wird. Die Doppelmoral besteht laut Simplicissimus darin, dass ihr Softdrink Sugar Mommy aufgrund von Farbstoffen und einer hohen Zuckermenge gerade für Kinder gefährlich ist. Kinder sind ihr dabei anscheinend besonders wichtig. Das Produkt Sugar Mommy steht im krassen Gegensatz zu diesen Werten. Kindern hilft man nicht mit aggressiv beworbenen 30 Gramm Zucker zum Trinken. Sorry, aber wenn man Katja Krazavitz kritisieren will, dann sucht man sich das aus, dass ihr Softdrink 9 bis 10 Milligramm Zucker enthält und auch an Kinder vermarktet wird. Nicht explizit für Kinder, sondern auch für Kinder vermarktet wird. Wisst ihr aber, was ähnlich viel Zucker enthält? Coca-Cola, True Fruits, Capri-Sonne, Dreh und Trink. Und die Person, die ihr für viel Zucker in ihren Getränken kritisiert, ist Katja Krazavitz, deren Getränk auch noch Sugar Mommy heißt. Ehrlicheres Marketing kann man doch gar nicht betreiben. Unter anderem kritisiert Simply aber auch, dass sie keine zuckerfreie Alternative rausgebracht hat. Es ist schon eine Ansage, eine farbenfrohe Softdrink-Zuckerbombe rauszuhauen und augenscheinlich ganz bewusst keine, zumindest etwas gesündere Alternative anzubieten. Leck mich doch am Zuckerli. Und was raus? Solltest du mitbringen? Zero! Und auf Anfrage antwortet Katja dann, dass man, wenn man Bock auf zuckerfreie Getränke hat, doch auch bitte einfach Wasser trinken kann. Und ist das am Ende aber nicht die richtige Antwort? Und auch die gesündeste? Steht mich nicht falsch, man kann sicher kritisieren, dass sie so einen Softdrink überhaupt herausgebracht hat. Aber in Anbetracht dessen, dass man sicher auch andere Dinge an Katja kritisieren kann, finde ich es ziemlich greifend nach tief hängenden Früchten, sich dieses Thema herauszupicken und es dann die Doppelmoral von Katja Krazavitz zu nennen. Denn ich finde nicht, dass sie hinterrücks vieles Marketing gerade für Kinder betreibt, aber nach vorne hin die Heilige mimt, sondern sie setzt sich halt schon auch Real Talk mit Spenden und so weiter für Kinder ein und hat halt auch so einen Drink, der nicht nur für Kinder, sondern für alle wahrscheinlich irgendwie nicht so geil ist. Wegen dem Zucker. Das Thema Überkonsum von Zucker ist natürlich ein unglaublich wichtiges Thema und auch ein reelles Problem in unserer Gesellschaft. Tatsächlich trinken in Deutschland rund ein Fünftel aller Kinder und Jugendlichen täglich Softdrinks. Über 15% sind übergewichtig. Fast 6% sind adipös, das heißt stark übergewichtig. Gerade, dass Kinder aus ärmlichen Verhältnissen eher zu ungesunden Konsumverhalten neigen, zeugt aber auch von einem strukturellen Problem. Sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche ernähren sich viel häufiger ungesund als Kinder aus sozioökonomisch stärkeren Familien. Aber das heißt eben auch, dass es ein allgemeines gesellschaftliches Problem ist, weil wir eben in einer Gesellschaft leben, in der es normal ist, dass wir mitunter sogar täglich Softdrinks trinken, die mit einer Art Droge, nämlich Zucker, gefüllt sind. Und Simplicissimus kommt ja auch am Ende zum gleichen Schluss. Katja Krazavitzes Sugar Mommy ist nur ein Auswuchs eines größeren Trends, bei dem bekannte Persönlichkeiten schamlos Zucker an junge Fans vermarkten. Aber Katja wurde eben nicht als Aufhänger für dieses Thema, sondern als Zielscheibe genutzt. Und warum? Wahrscheinlich, weil ihr Name mehr Klicks für dieses Thema bringt. Und ich finde, Alicia Joe hat das Ganze hier... Ja, war jetzt schon ein bisschen reißerisch, der Titel. Gut zusammengefasst. Insgesamt frage ich mich also deshalb, warum man so einen Fehler Katja Krazavitz so sehr nachträgt und ob man das bei anderen weiblichen Influencern auch so handeln würde. Ein State zum Beispiel hat seine Reaction auf dem Thumbnail mit Exposed betitelt. Und sorry, aber das ist doch einfach zu hoch gegriffen. Allgemein finde ich es auch wirklich widerlich, wie State sich immer wieder in seiner Reaction einfach im Tonus vergreift und wirklich denkt, so über Katja reden zu können, nur weil sie eben Katja ist. Also man merkt einfach, dass er sie wirklich nicht mag. Ich habe meine Bestimmung im Leben gefunden, dass meine Bestimmung ist, Menschen zu helfen. Ja, meine Bestimmung, also es gibt eine Menge Dinge, die ich Katja Krazavitz zutraue, wenn es um ihre Art und Weise geht zu lesen. Aber bei Menschen helfen, also wenn ihre Bestimmung ist, Menschen zu helfen, also dann habe ich das mit, ich dachte, ihre Bestimmung ist, die ganze Zeit ihre Titten zu zeigen, falsch eingeschätzt. Und weil sie ihr Geld damit verdient, ihre Titten in die Kamera zu halten, kann sie nichts Gutes leisten?
Okay. Schauen wir uns doch mal ganz kurz Katjas Leben an. In der Schule wurde sie lange gemobbt. Einer ihrer Brüder stirbt an Krebs, der andere begeht Suizid. Ihr Vater wird Alkoholiker, schlägt ihre Mutter, die Eltern trennen sich. Und heute? Da setzt Katja sich zum Beispiel für Frauenrechte ein. So weist sie zum Beispiel einen Dieter Bohlen zurecht, als er über Jelange extrem sexistische Kommentare verliert. Ich sitz nicht in Jurys rum für ein paar hundert K, sondern um Bitches zu verteidigen, das war's. Und zum Frauenwelttag spendete sie unter anderem auch 10.000 Euro für afghanische Frauen. Ich spende heute 10.000 Euro. Ich finde, man kann immer viel von Frauensupport reden, was natürlich auch extrem wichtig ist, aber am Ende zählen die Taten. Weiterhin liegen ihr auch zum Beispiel Kinder sehr am Herzen. Und auch hier macht sie regelmäßig bei Ein Herz für Kinder mit und spendet auch hier enorme Summen. Deswegen möchte ich mit meiner Firma zusammen 100.000 Euro für Ein Herz für Kinder spenden. Wow! Auch LGBTQ-Rechte sind ihr extrem wichtig. Und dann kann ein Stay noch so oft das hier sagen. Eine große Beileidsbekundung für Leute, für die Katja Krasavitz ein Vorbild ist, Alter. Natürlich gibt es Dinge, die man rund um Katja Krasavitz konstruktiv kritisieren kann. Zum Beispiel, wie moralisch ist eigentlich die Vermarktung der Eigensexualisierung in einer Gesellschaft, in der man damit dem Frauenbild ja noch zuspielt. Ist es in Ordnung, parasoziale Beziehungen so zu pflegen in einer Art und Weise, wie sich es tut? Aber all das wird ja hier nicht angesprochen. Nein, für Stay ist es ein Expose, weil hier jemand herausgefunden hat, dass sie Drinks verkauft, in denen Zucker enthalten ist. No shit, Sherlock. In vielerlei Hinsicht ist Katja eine Frau, die Prinzipien hat und auch nach ihnen handelt. Denn am Ende zählen die Taten. Und damit ist sie meiner Meinung nach ein besseres Vorbild als so manche anderen Influencer. Cheers.